Wir sind mit dem Alarmierungsstichwort Verkehrsunfall 2, eingeklemmte Person, alarmiert worden. Wir befinden uns hier auf der alten B27 aus dem Ortsteil Echterdingen nach Steinbronn. Die Anfahrt war ganz normal. Wir sind dann an dieser ersten Einsatzstelle angekommen, haben dort zwei verunfallte Fahrzeuge vorgefunden, wovon eine Person noch in dem Fahrzeug verblieben ist und in einem anderen Fahrzeug 5 verletzte Personen waren. Das heißt, an dieser Einsatzstelle insgesamt 6 verletzte Personen. Die eine Person, die mussten wir dann patientenschonend retten, ja, unter anderem die Seilwinde vom Rüstwagen zum Einsatz gekommen ist. Patientenschonend immer in Abstimmung mit dem Rettungsdienst, das heißt der Notarzt hat das Oberkommando und entsprechend, wir haben das Fahrzeug mit der Seilwinde vom Rüstwagen etwas von der Leitplanke weggezogen, sodass wir dann gut an die Fahrerseite herangekommen sind und dann mit dem Spineboard entsprechend die Person dann aus dem Fahrzeug herausholen konnten. Erst später, das ist dann in Folge des Einsatzes passiert, das heißt, wir sind dann mit 2 weiteren Einsatzfahrzeugen zur anderen Einsatzstelle gefahren. Das heißt, insgesamt waren wir mit 6 Einsatzfahrzeugen in so einem Einsatz, 23 Einsatzkräfte, wovon 2 Einsatzfahrzeuge in der zweiten Unfallstelle im Einsatz waren und dort waren 4 weitere Personen verletzt. Dort gab es für die Feuerwehr keine große Tätigkeit, das war vor allem im Polizei- und Rettungsdienst. Das heißt, dort hat die Feuerwehr nur geholfen beim Absperren und beim Betriebsmittel aufnehmen. Insgesamt war die Feuerwehrleinfall in Echterdingen mit 6 Einsatzfahrzeugen und 23 Einsatzkräften hier im Einsatz, an beiden Einsatzstellen zusammen. Und das war natürlich die Besonderheit, dass wir innerhalb kürzester Zeit 2 Einsatzstellen hatten. Ist schon eher selten, dass man innerhalb so kurzer Zeit, innerhalb von 1,5 Kilometer 2 Einsatzstellen hat. Gut, das, natürlich die Gegebenheit hier mit den Kurven führt natürlich schon dazu, dass es hier ab und zu Unfälle gibt. Unsere Leitstelle wurde über den Notruf ein Verkehrsunfall gemeldet zwischen Echterdingen und Steinbronn, etwa auf Höhe der Seebrückenmühle. Es wurden entsprechend Kräfte hierher alarmiert. Es gab dann noch eine zweite Unfallstelle, die vor der gemeldeten Einsatzstelle war. Das heißt, die ersten Kräfte, die hier eingetroffen sind, waren zuerst an einer anderen Unfallstelle, mussten sich dort um Verletzte kümmern. Und wir mussten dann auch nochmal nachalarmieren und die Kräfte entsprechend den Unfallstellen zuordnen. Also der Rettungsdienst war jetzt hier mit einem Notarzt vor Ort und im Gesamten 6 Rettungswagen, die wir auf die 2 Unfallstellen verteilt haben. Gesamt waren jetzt an beiden Unfallstellen 10 Verletzte zu versorgen. Davon war eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste mit Unterstützung der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Bei der Befreiung des Patienten aus dem Fahrzeug gab es keine Schwierigkeiten. Die Rettungsdienste hier im Landkreis arbeiten sehr oft mit den Feuerwehren hier zusammen. Es gab eine entsprechende Abstimmung an dem Unfallfahrzeug. Das heißt, der Patient wurde zuerst mal für uns entsprechend im Fahrzeug gesichert. Das Fahrzeug wurde gesichert. Dann haben unsere Besatzungen die Versorgung vorgenommen. Anschließend wurde der Patient durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und dann wieder an den Rettungsdienst übergeben und dann auch in eine Klinik transportiert. Ja, im Prinzip ist es tatsächlich so, wir haben hier Funk- und Mobilfunkprobleme. Das heißt, man kann nicht einfach jemanden anrufen. Wir mussten zum Teil dann auch fußläufig uns entsprechend abstimmen. Das ist natürlich immer in der Anfangsphase. Wir reden da von einer kurzen Chaosphase, bis wir das alles genau zuordnen können. Wir haben es aber innerhalb von 10 Minuten aufgelöst und es wurden alle Patienten dann auch sehr schnell rettungsdienstlich versorgt. Also wie gesagt, wir haben einen schwerverletzten, eingeklemmten Fahrer. Die anderen Patienten gelten bei uns als schwerverletzt, weil sie zumindest in ein Kind gebracht werden müssen, einfach vom Unfallmechanismus her. Es handelt sich um einen Frontalzusammenstoß, beziehungsweise bei dem Unfall näher Richtung Echterdingen um einen PKW, der sich überschlagen hatte.